Bernau. Dieser Ort dürfte bei vielen Stammgästen hier ein Aha-Erlebnis hervorrufen. Und es ist auch kein Zufall, dass dieses Video genau heute, am 8. August 2024, erscheint. Denn heute, genau vor 100 Jahren, erreichte der allererste planmäßige elektrische S-Bahn-Zug Bernau. Das ist ein Grund zum Feiern. Und deshalb gibt es von heute bis Sonntag, den 11. August, auch ein pralles Programm. Link zu allen Events in der Videobeschreibung. So einiges an Aufnahmen ist im strömenden Regen entstanden. Ich zeige sie hier trotzdem, denn die Bahn fährt auch bei Regen. Bernau bei Berlin. Der Bahnhof Bernau liegt etwa 6,5 Kilometer von der Stadtgrenze am Haltepunkt Röntgental entfernt. Und der erste Bahnhof dieser Reihe, an dem auch Fernverkehrszüge Halt machen. Womit die etwa 44.000 Einwohner zählende Stadt allerdings nicht zu den kleinsten Fernverkehrshalten gehört. Ähnlich wie in Grünau möchte ich mit euch erstmal das Regelprogramm abhandeln. Ähnlich wie in Grünau könnt ihr zum unten rechts eingeblendeten Zeitstempel springen, wenn euch das nicht die Bohne interessiert. Die S-Bahn erreicht Bernau aus Richtung Blankenfelde alle 20 Minuten. Die Fahrt führt euch hier in Nord-Süd-Richtung einmal quer durch Berlin. Mangels zweiten Gleis vom Buch bis Bernau ist da auch nicht mehr drin. Die Gleise der S-Bahn enden hier direkt am Prellburg, wobei es an Gleis 2 eine Handweiche in Richtung Fernbahngleise gibt. Im Regionalverkehr trefft ihr hier auf eine der, ich hab's mal so gehört, Brandenburger Superlinien. Es geht um den RE3, der hier je Richtung einmal in der Stunde Station macht. Nordwärts geht's alle 2 Stunden jeweils ans Meer nach Stralsund oder nach fast Polen, nach Schwedt. Im Süden führt euch die wilde Fahrt nach Lutherstadt-Wittenberg, teilweise sogar bis nach Halle. Das sind laut Google Maps auf der Straße entspannte 445 Kilometer. Per Regionalzug. Ja, in der Region hier könnt ihr ewig mit dem Regio ohne Umsteigen fahren. Ebenso könnt ihr hier die RB24 von Eberswalde nach Schönefeld, jedoch nicht zum Flughafen, alle 60 Minuten bewundern. Im Fernverkehr sind hier dann noch die Ostsee-ICE nach Binz unterwegs, die stellenweise nur zwischen Berlin und dem Ostseebad verkehren. Die könnt ihr übrigens auch bis Prenzlau mit Nahverkehrstickets benutzen. Vor dem Bahnhof gibt es dann noch ein Busterminal mit einem echt umfangreichen Angebot. Das hier aufzuzählen würde jedoch komplett den Rahmen sprengen. Deshalb packe ich euch mal eine Übersicht des Stadtlinienverkehrs von Bernau in die Videobeschreibung. So, das heutige Regelprogramm abgehakt, dann will ich euch mal mit in die Vergangenheit nehmen. Mit zur Geburtsstunde des elektrischen Schnellbahnverkehrs in Berlin. Den Begriff S-Bahn gab es zum Anfang übrigens noch nicht. So viel sei vorweggenommen. Bernau bekam seine Gleise am 1. August 1842 zur Eröffnung der ersten Hälfte der Stettinerbahn bis Eberswalde. Ein Jahr später erfolgte die Verlängerung ins heute polnische Stettin. Von 1913 bis 1916 entstand das Gleispaar, was wir heute als S-Bahn-Gleise kennen, neben den bestehenden Fernbahngleisen. Auch wenn die Strecke vom ehemaligen Stettiner Bahnhof bzw. Vorortbahnhof, an seiner Stelle ist heute der Nordbahnhof zu finden, nach Bernau als erste S-Bahn-Strecke zählt, gab es schon vorher zwischen Juli 1900 und Juli 1902 auf der Wannseebahn zwischen Berlin und Zehlendorf, Zehlendorf gehörte damals noch nicht zu Berlin, einen Versuchsbetrieb mit elektrischen Zügen, die mit einer von oben bestrichenen 750 Volt Stromschiene unterwegs waren und zwischen den dampfbetriebenen Vorortzügen mit Schwamm statt. Das hatte also etwas Ähnlichkeit mit dem System, was bei der U-Bahn im kleinen Profil bis heute gebräuchlich ist. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte es mit dem Schienennetz in Berlin weitergehen. Man wollte neue Strecken gerne mit Strom betreiben. Ab dem 8. August 1924 rollten 6 verschiedene Versuchstriebwagen über die Gleise, bei dem Verschiedenes ausprobiert wurde. Von der Elektrotechnik bis hin zu so banalen Dingen wie der Sitzanordnung. Aus diesen Versuchszügen ging später die sogenannte Bauart Bernau hervor. Mit den heutigen Zügen hat sie allerdings relativ wenig gemein. Heute wird mit dem Konzept der Viertelzüge gefahren, also feste Einheiten von 2 bis 4 Wagen, die einen maximal 8 Wagen langen Vollzug bilden können. Die Bauart Bernau dagegen war quasi der Odd One Out hier. Dem zugrunde lag ein Konzept aus Halbzügen, 2 überlange 4-achsige motorisierte Endwagen, 3 2-achsige unmotorisierte Mittelwagen. Diese Züge waren allerdings schon bei ihrer Einführung veraltet, weil unter anderem untermotorisiert. Und so begann die Ausmusterung der ersten Fahrzeuge bereits 1941. Auch weil die Züge für den in den 30er Jahren eröffneten Nord-Süd-Tunnel zu hoch waren. Wie dem auch sei, damit gilt der 8. August 1924 offiziell als Geburtsstunde der Berliner S-Bahn. Den Namen S-Bahn sollte das System jedoch erst ab dem 1. Dezember 1930 führen. Einfach weil der Begriff Berliner Stadtring- und Vorortbahn für ein damals derart fortschrittliches System zu klobig war. Wofür der Begriff S-Bahn nun genau steht, das ist bis heute Streitpunkt mancher Unterhaltung. Stadtbahn, Stadtschnellbahn, wobei letzteres nach 1933, wenn man beide S aufs Logo gebracht hätte, einen faden Beigeschmack hätte, gehen wir mal weiter im wohl dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte. Durch die Kampfhandlungen am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der S-Bahn-Betrieb aus Strommangel am 25.04.1945 eingestellt.
Fast 4 Monate dauerte es, ehe am 13.08.1945 die rot-gelben Züge wieder Bernau erreichten. Anders als vom Krieg hat sich der Bahnhof Bernau wiederum von der deutschen Teilung recht unbeeindruckt gezeigt. Nach der Wiedervereinigung sollte es jedoch 19 Jahre dauern, ehe der Bahnhof eine grundlegende, 5 Jahre andauernde Modernisierung erfuhr. Es entstand ein barrierefreier Fernbahnsteig, Aufzüge, ein frisch sanierter Fußgängertunnel, der nicht wie das Hinterzimmer einer Kneipe roch und das auch bei meinem Besuch für diese Aufnahmen nicht tat, ein moderner Busbahnhof vor der Tür, ja sogar ein Fahrradparkhaus mit 500 kostenfrei nutzbaren, doppelstöckigen Stellplätzen, die kostenlos nutzbar sind und videoüberwacht sind. Mein lieber Herr Gesangsverein, wer der liebe Not Just Bikes hier stolz auf Bernau. Grüße gehen raus nach Amsterdam. Zum Bahnhof Bernau gehörte bis 2001 auch eine Triebwagenhalle, die allerdings leider an einem schweren Fall von Medorn zugrunde ging. Ebenfalls auf dieser legendären Strecke Berlin-Bernau hat das bis vor kurzem noch gebräuchliche, rein mechanische Zugsicherungssystem Bernauer Fahrsperre seine ersten Gehversuche gemacht. Die Idee dahinter war, dass an Signalen ein beweglich angebrachtes Stück Blech, aka Streckenanschlag, einen am Fahrzeug angebrachten Hebel umlegt, damit die Hauptluftleitung leert und dadurch eine Zwangsbremsung auslöst. Erlaubt das neben der Fahrsperre stehende Signal die Vorbeifahrt, klappt der Streckenanschlag zur Seite und das Hebelchen am Zug bleibt unbeeindruckt aufrecht stehen. Simpel, aber hat funktioniert. Erlaubt aber leider nicht, oder nur sehr aufwendig, die Überwachung der Geschwindigkeiten. Und so wurde dieses System in den letzten Jahren mehr und mehr durch das ZBS-System verdrängt, was für Zugbeeinflussungssystem S-Bahn Berlin steht und im Grunde genommen auf dem ETCS, dem European Train Control System, basiert. So, zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch in die Zukunft schauen. Dank Markus Granat und seiner Datenbank Fernverkehr, Link in der Beschreibung, haben wir hier eine schöne Aussicht drauf, was im Rahmen des Deutschlandtakts sein kann. Neben neuen Destinationen von und nach Binz finde ich persönlich den erwähnten, wie es aussieht, zweistündigen Intercity von Cottbus nach Stettin über Lübben, Berlin, Bernau, Eberswalde und Angermünde besonders interessant. Wünschenswert wäre die Verbindung und angesichts der derzeit stattfindenden Durchmodernisierung der Strecke von Angermünde nach Stettin auch durchaus möglich. Mir ist allerdings nicht bekannt, ob die Baureihen 146 und 47, die vor den IC2 zum Einsatz kommen, Zulassung für Polen haben oder dafür gesonderte Garnituren vorgesehen sind. Wer da genaueres weiß, lasst es mich gerne wissen. So, nun war es das mit unserem Ausflug an den Geburtsort des Schnellbahnsystems mit den rot-gelben Zügen. 100 Jahre ist das nun her. Na dann, auf die nächsten 100 Jahre. Lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar und Blagkeks, ihr kennt das doch alle. Bis demnächst auf dieser Welle.